Schönen guten Abend. Ich möchte dieses Video all den Menschen ans Herz legen, die mich nicht kennen und die nur zufällig auf diesem Kanal gelandet sind, KenFM, oder aber die auf dieses Video auf einem anderen Kanal stoßen, denn ich möchte ausdrücklich dazu aufrufen, dieses Video herunterzuladen und es auf unterschiedlichen Plattformen zu präsentieren. Mein Name ist Ken Jebsen, ich bin ein freier Journalist in Deutschland und arbeite seit über 35 Jahren in diesem Land mit einem Presseausweis. Dass ich das tue, was ich tue, habe ich diesem Land zu verdanken. Ich hatte eine relativ schwierige Jugend und aber es gab hier das Grundgesetz, es gab hier Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und so war es nicht vom Geld meiner Eltern abhängig, ob ich eine gute Schule besuchen würde. Und so konnte ich meinen Beruf ausüben, obwohl in einem anderen Land das so nicht möglich gewesen wäre. Von daher bin ich diesem Land Deutschland eine Menge schuldig, vor allem diesem Buch, dem Grundgesetz. Dieses Grundgesetz ist massiv in Gefahr, Stichwort Corona, und ich möchte an dieser Stelle zeigen, dass was sich hier in diesem Land ereignet, höchst gefährlich ist für dieses Land, und dass man die Zahlen 33, 89 und 20, also 2020, durchaus in einem Satz nennen kann. Denn was sich hier im Moment vor unseren Augen abspielt, ist ein Skandal und eine mittlere Katastrophe, wenn wir denjenigen, die das eintüten, nicht in den Arm fallen. Ob Ihre Kinder, wenn sie meinetwegen auf Mallorca im Moment Zeit verbringen, von Ihnen besucht werden können, ob Ihre Kinder in die Schule gehen können, ob Sie Ihren Beruf ausüben können, ob Sie sich einem anderen Menschen im öffentlichen Raum näher als 1,50 nähern können, ob Sie eine Maske tragen, ja oder nein, ob dieses Land noch weiter im Lockdown ist, ja oder nein, ob Sie in den Urlaub fliegen können, ja oder nein, ob Sie Urlaub machen können, auch mit dem Auto in Österreich, ja oder nein. Das bestimmen nicht Sie, die diese Regierung gewählt haben, das bestimmen nicht Sie, die diese Regierung finanzieren mit Ihren Steuern, nein, das bestimmt aktuell Bill und Melinda Gates. Die sogenannte Gates Foundation. Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratien hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt. Das, die neue Normalität, die sie im Moment spüren, dass sie mit einer Gesichtsmaske herumlaufen müssen, dass man sich nicht dafür interessiert, was sie davon halten, dass sie mit einer Notstandsregierung leben müssen, das ist alles das Ergebnis von Bill und Melinda Gates. Was sind das für Menschen? Nun, diese Menschen gehören dieser amerikanischen Elite an, das Buch ist übrigens aus den 50er Jahren, Menschen, die durch Steuervermeidung zu sehr, sehr viel Geld gekommen sind, das ist ja Steuervermeidung, das ist nicht durch Arbeit zu Geld gekommen, sondern durch Steuervermeidung, und die in ihrem Wahn und in ihrem, ja, fast schon religiösen Wahn zu glauben, die Welt besser machen zu können, sich die Weltgesundheitsorganisation gekauft haben, denn die Bill and Melinda Gates Foundation finanziert die Weltgesundheitsorganisation zu über 80% und bestimmt dort ganz knallhart, was Gesundheit ist, wie sie definiert wird. Und sie haben beide, Herr und Frau Gates, ein Faible für Impfung. Sie glauben, die gesamte Welt muss gesünder werden, indem sie geimpft wird, und deswegen haben sie die Weltgesundheitsorganisation gekauft. Aber sie haben auch Gavi, die Impfallianz, gekauft. Sie zahlen da 75%, bestimmen auch dort, was Phase ist. Und sie haben sich auch bei unserer Bundesregierung mit eingekauft. Sie finanzieren Herrn Drosten mit. Sie finanzieren auch das Robert-Koch-Institut, finanzieren sie mit. Sie haben auch Medien gekauft. Sie haben 2,5 Millionen an den Spiegel rausgegeben. Sie haben mit 300.000 Euro die Zeit finanziert. Sie sind bei der John Hopkins Universität drin als großer Geldgeber mit 20 Millionen. Das heißt, sie bestimmen die öffentliche Meinung. Vor allem darum, wenn es darum geht, wie viel Impfung braucht der Mensch und woher soll diese Impfung kommen. Und ist es ein Angebot oder aber eine Verpflichtung? Und man muss sich das vorstellen, nicht nur Europa, nicht nur Asien, sondern die gesamte Welt ist im Visier von den Gates. Bill Gates hat neulich in den Tagesthemen gesagt, er spricht von sich als wir können erst zur Normalität übergehen. Und er meint auch uns, wenn die ganze Welt, also 7 Milliarden Menschen, geimpft wurden. Und ich frage Sie da draußen, haben Sie Bill Gates gewählt? Nein. Sie haben ihn nicht zum Cheffinanzier der Weltgesundheitsorganisation gewählt. Es gibt dort übrigens auch keine Möglichkeit, demokratisch tätig zu werden, sondern der dort am meisten Geld gibt, bestimmt, was Phase ist. Und Sie werden diesen Mann auch nicht demokratisch los, sondern Sie können ihn nur loswerden, indem Sie Ihre Regierung in den Arm fallen. Und unsere Regierung macht etwas, wo ich sagen kann, es ist höchst korrupt, was sie tun. Sie haben nur Menschen im Umfeld, die auf der Gates-Lohnliste stehen, sind also quasi von Menschen beraten, von denen man sagen kann, sie sind unglaublich befangen. Und so müssen Sie auch die Worte unseres Gesundheitsministers verstehen, so müssen Sie auch die Worte Frau Angela Merkel verstehen, so müssen Sie auch Herrn Drosten verstehen, so müssen Sie auch Herrn Wieler verstehen. Und wenn man sich das mal anschaut, was sich im Moment abspielt. Ich war letzten Samstag in Berlin auf einer Demonstration, ja, und zwar einer Demonstration für das Grundgesetz am Rosa-Luxemburg-Platz. Und ich wurde dort Zeuge, meine Freunde da draußen, wie Menschen verhaftet wurden. Menschen wurden im Merkel-Deutschland 2020 verhaftet, weil sie dieses Grundgesetz offen bei sich trugen.
Die Polizei, und da gibt es auch Filmaufnahmen, kann man auf diesem Kanal sehen, die Polizei hat die Menschen aufgefordert, Frauen, Männer aller Couleur, das Grundgesetz herunterzunehmen, denn das Grundgesetz, Zitat, ist eine unerlaubte politische Äußerung. Nochmal, wer das Grundgesetz in Merkel-Deutschland auf einer Demonstration offen trägt, wird von der Polizei kassiert. Das ist Merkel-Deutschland, das alles unter Corona, und zwar alles aus dem Grund, weil Bill und Melinda Gates das so wünschen. Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Damals waren wir keine 7 Milliarden Menschen, aber selbst diese 4 Personen mussten sich die Macht auf dem Planeten teilen. Inzwischen ist es so, dass es ein Ehepaar ist, was der ganzen Welt diktiert, wie es zu leben hat. Und man kann jetzt über Corona streiten, wie man möchte, aber in einer Demokratie sollte darüber diskutiert werden. Aber es wird nicht darüber diskutiert, sondern im Gegenteil, das Ehepaar Gates hat über die WHO auch die deutsche Demokratie gekapert. Und es gibt dort ganz klar Mittäter, und das ist unsere Regierung. Deswegen tut unsere Regierung, vor allem Angela Merkel, das ja auch alles intransparent in Hinterzimmern. Man hat jetzt beschlossen, da ist ein Blatt bereits finanziert und geht dann in den Bundestag. Das liest man nicht groß in der Presse, weil es ist so wichtig, dass es uns nicht betreffen soll. Es gibt jetzt ein Papier, da möchte man gerne das Immunitätsgesetz verändern, und man möchte das Gesetz verändern, was bestimmt, wie lange Medikamente getestet werden sollen, bis sie auf den deutschen Markt kommen. Und was ist da der Plan? Nun, um es grob zusammenzufassen, es geht darum, dass eine Impfpflicht über die Hintertür eingeführt wird. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Sie können alles weiter tun, was Sie tun wollen, wenn Sie geimpft sind, und zwar mit den Mitteln, die Melinda Melinda Gates Foundation dann zur Verfügung stellt. Und wenn Sie sich aber damit nicht impfen lassen, dann werden Ihnen sehr viele Grundrechte aberkannt. Ich muss das wiederholen, damit Ihnen das da draußen klar ist, weil den meisten ist es nicht klar, weil die klassischen Propagandamedien wie GEZ oder Konzernmedien das nicht bringen. Also, es wird faktisch, ja, durch eine Änderung dieses Gesetzes, wird faktisch durch die Hintertür eine Impfpflicht eingeführt. Denn wenn Sie sich nicht impfen lassen mit diesen Medikamenten, die aber nicht lang genug getestet wurden, weil das wurde alles beschleunigt, dann können Sie viele Berufe nicht mehr ausüben. Zum Beispiel Berufe, bei denen Sie mit Menschen zu tun haben. Da wird dann auch vorgeschrieben, wenn Sie diesen Impfpass, den Sie zukünftig bei sich tragen müssen, wenn Sie den nicht ausgefüllt haben und der die neueste Covid-19-Impfung hat oder auch Covid-20, Covid-21, das ist ja ein Fass ohne Boden, dass Sie viele Länder nicht mehr betreten dürfen. Und das alles bestimmt Bill und Melinda Gates. Ja? Es gibt heute am 4. Mai eine sogenannte Geberkonferenz, und das schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. Angela Merkel hat das auf ihrer eigenen Seite, also bundeskanzlerin.de, sogar beworben. Dort geht es darum, dass Bill und Melinda Gates über Angela Merkel uns, diejenigen, die durch den Lockdown schwer geschädigt sind, und viele von ihnen sind ja pleite, sie bittet uns, eine Finanzierungslücke zu füllen. Es fehlen nämlich 8 Milliarden, um einen Impfstoff zu entwickeln von Bill und Melinda Gates und ihrer Foundation, den wir dann nehmen müssen. Das müssen Sie sich vorstellen. Also einer der reichsten Menschen der Welt, Bill Gates, bittet übers Kanzleramt uns, die man in den Lockdown geschickt hat, die nicht wissen, wie sie über den Tag kommen sollen, darum, bitte Geld auszugeben, damit dort Medikamente entwickelt werden können, die wir dann nehmen müssen, während man parallel sagt, die Testphase wird verkürzt. Ich kenne Menschen, die haben sich seinerzeit mit Impfmitteln, die Bundesregierung auch schon eingekauft hat, gegen die Schweinegrippe impfen lassen, beziehungsweise ihren Kindern diese Impfung verpasst. Und diese Kinder sind heute behindert. Und da kenne ich eine Menge Leute. Die Kinder sind entweder, haben sie eine Epilepsie oder andere Nebenwirkungen, sind teilweise behindert. Und da steht dadurch in diesem Gesetz auch kleingedruckt drin, dass dafür der Staat aufkommt. Ja? Die Mittel, die wir kaufen sollen, für die wir spenden sollen, damit der reichste Mensch oder der zweitreichste Mensch der Welt diese Mittel für uns entwickeln kann, ohne dass wir ihn gefragt haben, die Spenden dafür landen natürlich auch bei Firmen, an denen er beteiligt ist, an denen er dann mitverdient. Das Ganze wird unter Selbstlos deklariert, aber es ist ein Kapern der Demokratie. Und womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir in diesem System, dem Kapitalismus, diskutieren wir nicht über das Wort, es zulassen, dass Menschen, Einzelpersonen, so unfassbar reich werden, dass sie sich quasi alles kaufen können. Und man kann diesem System nur in den Arm fallen, indem man den Reichtum begrenzt. Hätte Bill und Melinda Gates nur 50 Millionen zur Verfügung,
Ja, oder 500 Millionen ginge das gar nicht. Aber weil sie eben Milliarden haben, können sie sich überall einkaufen. Sie können sogar die Weltgesundheitsorganisation kapern. Sie können sogar diese Regierung kapern, die österreichische Regierung kapern, die italienische Regierung kapern. Sie können sich überall in der Welt einkaufen und ihren persönlichen Willen, ihre persönliche Idee, wie die Welt gestaltet werden soll, durchsetzen. Und zwar gegen uns alle. Bill und Melinda Gates haben in diesem Land mehr zu sagen als 83 Millionen Bürger. Allerdings nur, solange sich das die 83 Millionen Bürger gefallen lassen. Und da sind wir bei dem trojanischen Pferd Gesundheit. Wenn es diesen reichen Menschen auf diesem Planeten wirklich um Gesundheit ginge, dann würden sie dafür sorgen, dass die Überproduktion an Lebensmitteln so verteilt würde, dass nicht alle 5 Sekunden ein Kind verhungern würde. Das tun sie aber gar nicht. Und das hat einen Grund. Bill und Melinda Gates haben schon seinerzeit 2010 formuliert, dass wir auf diesem Planeten ein Problem haben, nämlich dieser Planet leidet an Überbevölkerung. Jetzt kann man auch das diskutieren, man kann sagen, okay, wir sind im Moment 7 bis 8 Milliarden, so genau weiß das keiner, aber wenn wir nochmal 8 Milliarden werden, könnte es sein, dass dieser Planet ja kollabiert. Darüber kann man diskutieren. Wir müssen also dazu kommen, dass wir die Bevölkerung reduzieren, indem wir wieder weniger werden. Die Chinesen haben das versucht mit der Ein-Kind-Ehe, haben sie inzwischen wieder aufgegeben. Aber das ist eine Diskussion, die wir auf diesem Planeten führen sollten. Aber sie wird nicht geführt. Sondern Bill und Melinda Gates haben auch schon darüber nachgedacht, ob man über Impfungen Menschen dahingehend reduzieren kann, indem diesen Impfstoffen auch Sterilisationsmittel beigefügt werden, sodass die Menschen gar keine Kinder mehr bekommen. Und jetzt halten sie sich fest. Das wurde schon probiert, aber an Menschen, die davon nichts wussten. Man hat es in Afrika probiert, sondern Bill und Melinda Gates haben das in Afrika getestet und sie haben das auch in Indien getestet. In vielen dieser Ländern sind Bill und Melinda Gates Foundation nicht mehr willkommen. Aber sie haben es an wehrlosen Menschen getestet. Es gab dort sehr, sehr viele Impfschäden an Tausenden von Menschen. Das sind Menschenversuche. Und auch mit der Idee, mit der wissenschaftlichen Idee, man möchte der Welt helfen, geht das in die volle, völlig falsche Richtung, weil diese Menschen wurden ja nicht gefragt, weil die Gates probieren das bestimmt nicht an sich selber aus. Und das erinnert mich doch ganz, ganz stark an die, vor 120 Jahren gab es einen ganz starken Trend, auch auf diesem Globus, einen Euthanasietrend. Man wollte auch, dass das Leben, was behindert ist, irgendwie loswerden. Man bezeichnet es dann relativ schnell als unwert. Auch dahinter steckt die Idee, die Menschen zu retten. Und wo ist das gelandet? Das landete am Ende in Auschwitz. Und vor genau dieser Situation stehen wir heute, dass nämlich ein Ehepaar und ein paar Geldgeber im Hintergrund sich überlegen, wie muss die zukünftige Menschheit gestaltet werden, damit sie in deren Konzept passt. Und wir sind quasi im Weg und deswegen kapert man hier unsere Regierung und auch andere Regierungen und zwangsumarmt sie. Und das Interessante ist ja, dass unser Gesundheitsministerium ja durch Herrn Spahn, also einen Bankkaufmann, geleitet wird. Und jetzt musste ja dieser Bankkaufmann und Frau Merkel einräumen, dass sie sich bei der Zahl der Infizierten verrechnet haben. Also der Mann ist schon kein Mediziner, aber rechnen kann er auch nicht, denn sie haben sich bei der Zahl der Infizierten um ein Drittel verrechnet. Das muss man sich mal vorstellen. Also selbst als Bankkaufmann ist dieser Mann eine absolute Null, weil er hat sich um ein Drittel verrechnet. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur sagen, wir haben ja Glück, dass wir es bei Covid-19 mit einer relativ harmlosen Grippe zu tun hat, die nicht so schlimm ist, wie immer prophezeit wird, dass eh nur ein trojanisches Pferd. Denn wenn wir es wirklich mit der Pest zu tun hätten oder aber Tollwut, dann wären wir mit diesen Menschen schlecht bedient. Und ich möchte darauf hinweisen, für alle, die es nicht wissen, weil diese Regierung hängt es nicht an die große Glocke. 2012 hat diese Regierung bereits einen Notfallplan diskutiert, was man denn tun würde, wenn es zu einer Pandemie käme. Das heißt, man hatte jetzt Jahre Zeit, sich auf das vorzubereiten und trotzdem haben wir diese Art von Management. Also einen Lockdown mit Leerstand in Kliniken, dass man am Ende Masken tragen muss, wo jeder normale Arzt sagt, die sind schädlich, dass jedes Bundesland macht, was es will. Das ist alles nicht synchronisiert. Und dass keiner weiß, wie aus der Nummer rauskommt. Das heißt, selbst mit diesem langen Anlauf hat diese Regierung, die Merkel-Regierung, das Ding vollkommen an die Wand gefahren. Diese Frau ist vollkommen unfähig. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben in Deutschland in immer mehr Städten kleinere Demonstrationen. In Berlin ist sie nicht so groß, weil, ich weiß nicht warum, vielleicht haben die Menschen was anderes zu tun. Oder aber es gibt hier zu viele Hartz-IV-Empfänger, die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Oder die keine Lust haben, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, weil sie sich da möglicherweise anstecken. Man weiß das ja alles nicht. Aber es gibt andere Städte, wo mehr Leute auf der Straße sind. Und ich möchte an dieser Stelle ganz explizit Stuttgart loben. Ich habe mir das in Stuttgart angeguckt. Die Stuttgarter wissen ja spätestens seit Stuttgart 21, dass auch eine Landesregierung lügt, dass sich die Balken biegen. Aber auch der DDR-Bürger weiß, dass Regierungen lügen, dass sich die Balken biegen. Ich sage nur, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und die westlichen Regierungen lügen ja ganz genauso. Unsere Kanzlerin Angela Merkel ist eine notorische Lügnerin. Und sie hat uns bei der Bankenkrise belogen. Sie hat die Banken gerettet und da den Staat ausgeplündert. Sie hat uns bei der Flüchtlingskrise belogen.
mit ihrem wir schaffen das, nämlich eben nicht. Außerdem sie definiert, was es heißt, wir schaffen das. Und sie hat da das Grundgesetz gebrochen. Das hat auch schon der Parlamentarische Wissenschaftliche Dienst im Bundestag hat das auch ausgearbeitet. Und sie bricht jetzt wieder das Gesetz, indem sie einfach dieses Gesetz in großen Teilen ad acta legt und sagt, das gilt jetzt im Moment nicht. Denn ich ziehe dir da mal, das ist eine 1-1-Übernahme von Bill und Melinda Gates. Diese Welt, also unsere Welt, also ihre Welt, kann erst zur Normalität übergehen, wenn ein Impfstoff gefunden wurde gegen Covid-19. Aber dann haben wir natürlich Covid-20 und dann haben wir Covid-21. Mit anderen Worten, zwei Menschen und die hinter ihnen stehende Pharmaindustrie diktieren uns jetzt zukünftig, was wir uns alle Jahre wieder in die Venen hauen müssen, mit allen Nebenwirkungen, weil die Medikamente werden natürlich nicht so schnell getestet werden können, wie neue Krankheiten dazukommen. Das Ganze ist ein Geschäftsmodell. Und dahinter steckt etwas anderes, nämlich eine digitale Identität. Viele von Ihnen werden davon noch nie was gehört haben, deswegen mache ich das mal kurz. Nennt sich ID 2020. Es geht darum, man verkauft uns das, jeder Mensch hat das Recht auf eine digitale Identität, dass wenn er durch die Welt reist, man kann auch sagen, wenn man ihn rumschubst, dass man ihn dann an jeder Grenze erkennen kann und sagen kann, ist derjenige eigentlich derjenige, für den er sich ausgibt. Ja, und damit er das dann bekommt, braucht er eine digitale Identität, das wird in eine Cloud ausgelagert, genau wie der Impfpass, den Sie haben müssen und nur wenn Sie alles nur mit allem geimpft sind, dürfen Sie von A nach B reisen. Und diese Daten, also Ihre Bewegungsdaten, also die totale Kontrolle, wie Sie bezahlen, wo Sie hingehen, wo Sie geimpft wurden, mit wem Sie telefonieren, das alles läuft dann in einer Cloud von privaten Konzernen auf. Und ich kann Ihnen eins sagen, einer dieser ganzen großen Konzerne wird natürlich Bill und Melinda Gates gehören, das ist vollkommen klar. Das heißt, wir schlittern hier mit Riesenschritten in eine digitale Diktatur und deswegen möchte ich an dieser Stelle die deutsche Bevölkerung explizit dazu aufrufen, sich dem entgegenzustellen. Ich rufe Sie dazu auf, sich an den Artikel 20 des Grundgesetzes zu erinnern. Wenn Sie ihn nicht kennen, dann holen Sie sich dieses Buch mal von der Behörde für politische Bildung. Da steht nämlich Artikel 20, Sie haben das Recht auf Widerstand. Das haben unsere Grundväter nicht umsonst eingefügt, weil sie wussten, dass die Demokratie ein Problem hat. Man kann sie über die Demokratie, über demokratische Mittel, man kann sie kapern. In diesem Fall liegt übrigens gar kein demokratisches Kapern vor, weil Bill und Melinda Gates haben ja einfach die Regierung gehackt. Gefragt wurden sie ja gar nicht. Und sie werden auch nicht gefragt. Und wenn sie sich das nicht gefallen lassen wollen, dass man nämlich ihnen diktiert, dass morgen ihre Kinder und sie selber mit Stoffen geimpft werden sollen, die zu Bill und Melinda Gates und ihrer Kasse führen und die Nebenwirkungen gehen dann aufs Haus, also auf die Gesundheit ihrer Kinder, dann wird es Zeit, dass sie sich auf die Straße bewegen und diese Regierung hinwegfegen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich dieses Video aufnehme. Ich bin wirklich ein Mensch, ich habe sehr, sehr viel Geduld. Und viele Menschen haben gesagt, na ja, also vielleicht können wir zur Normalität zurückkehren, wenn es alles wieder wird wie vorher, wenn der Lockdown aufgehoben wird und wenn wir darüber diskutieren. Und ich möchte Ihnen jetzt mal Folgendes sagen. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Diese Regierung baut, seit sie im Amt ist, dermaßen scheiße. Sie ist dermaßen korrupt. Sie kriegt in dieser Stadt nicht mal einen Flughafen hin. Sie hat die Bahn privatisiert. Sie hat das Gesundheitssystem privatisiert. Sie hat die Banken gerettet. Und sie zwingt jetzt die ganze Welt mit Bill und Melinda Gates, sich irgendeine Scheiße in die Vene zu pumpen. Und dann hebt sie auch noch die Testjahre auf, wo Medikamente getestet werden. Das heißt, wir sind deren Kaninchen. Wir sind deren Ratten. Wir sind ein gigantisches Labor. Und das meint alles Bill und Melinda Gates und Angela Merkel gut für uns. Und mir ist das persönlich scheißegal, womit man Angela Merkel erpresst, vielleicht mit ihren Akten aus der DDR. Aber ich lasse mir das nicht gefallen. Und Sie sollten sich das auch nicht gefallen lassen. Und Sie sollten das nicht Ihren Kindern zumuten, weil Sie verhunzen hier das Leben Ihrer Kinder. Bill und Melinda Gates bestimmen, was Sie Ihren Kindern in die Venen pumpen. Sie machen Ihre Kinder zu Versuchskaninchen. Und da stelle ich Ihnen die Frage, da sollte Ihnen langsam der Hut hochgehen. Und ich möchte den Beamten Folgendes sagen. Artikel 20 richtet sich auch an Sie. Sie müssen das nicht durchsetzen, was Sie dort durchsetzen sollen. Das ist nämlich gesetzwidrig. Wenn der Gesetzgeber das Gesetz bricht und ihm Befehle gibt, dann ist diese Regierung nicht mehr legitim. Und wenn Sie das aber dann trotzdem durchsetzen, dann sind Sie auch nicht mehr legitim. Dann stellen Sie sich quasi auf die Seite der Gesetzlosen und beginnen quasi eine Art von Bürgerkrieg. Und ich möchte den Beamten Folgendes sagen. Ich würde das mal durchzählen. Wie viele Beamte sind Sie? Sie sind gut organisiert, aber auf der anderen Seite stehen 83 Millionen Bürger. Und soll ich Ihnen was sagen? Das Gefühl auf der Straße, wir haben es satt. Sie haben die Möglichkeit, 30 Jahre zurückzugehen in die Geschichte. Und da waren es auch Volkspolizisten, die auch von ganz oben gesagt bekommen haben, schießt doch vielleicht auf die Leute oder geht mit Panzer dagegen vor. Und das haben sie nicht gemacht. Und deswegen leben wir heute in einem vereinigten Deutschland, wo kein Schuss fiel. Weil diese Beamten es nicht gemacht haben. Und wenn Sie daraus nicht lernen und denken, naja, ich höre doch lieber auf Angela Merkel, die aus der DDR übrigens stammt und dort nie in der Opposition aufgefallen ist, dann tut es mir leid. Dann gehören Sie nicht mehr dazu. Das ist mein Appell an die Restbevölkerung. Geht auf die Straße, macht es genau wie in Stuttgart, geht zu 1000
Tausenden auf die Straße, ja, haltet den 1,50 Meter Abstand und werdet laut. Und was ich möchte ist, es reicht nicht, dass diese Regierung aus dem Amt gefegt wird. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss Corona. Denn was sich hier abspielt, dass Bill und Melinda Gates die Weltgesundheitsorganisation kaufen, unsere Behörden unterwandern, die Charité unterwandern, das Robert-Koch-Institut unterwandern, den Spiegel unterwandern, die Zeit unterwandern. Das ist eine kriminelle Vereinigung. Das gehört von den Kadi und deswegen gehören diese Politiker, ja, die gehören von den Kadi. Es gehört gegen Bill und Melinda Gates ein internationaler Haftbefehl formuliert. Ihr Cash gehört beschlagnahmt. Diese Menschen können mit ihrem Reichtum überhaupt nicht umgehen. Das gehört einfach, und das Wort hören sie gar nicht gerne. Und da schrecken sie dann auf und lassen vielleicht ihre Hände weg von Deutschland. Diese Menschen gehören enteignet. Und unsere Politiker, die das durchgewunken haben, die das jetzt auch übrigens bis zum 15. Mai durchwinken wollen, dann ist das Gesetz, diese Menschen gehören auch vor einen Untersuchungsausschuss und sie gehören meiner Meinung nach, ja, wenn die Schuld bewiesen wurde und die kann bewiesen werden, ja, dann gehören diese Menschen in das Gefängnis. 4 Jahre sollten sie alle mal 4 Jahre Gefängnis bekommen und dann sollte noch was anderes passieren. Sie sollten nicht mit einer feudalen Rente nach Hause gehen, mit einer Abfindung. Nein, sie sollten runtergeschuft werden auf Hartz-IV-Niveau. Das ist das, was diese Leute verdienen und wenn ihnen das nicht passt, dann sollen sie zu ihren Rockerfreunden nach Brüssel ausreisen oder noch besser, sie sollen nach DC sollen sie ausreisen, wo sie sich ja offensichtlich wohler fühlen. Mir fällt da folgendes übrigens ein, wie auch intern in den Parteien gewildert wird, ein grüner Bürgermeister, wie zum Beispiel Boris Palmer, der das ähnlich kritisch sieht wie ich, da hat die Partei jetzt gesagt, die Grünen haben gesagt, also die NATO-Partei, da planen die jetzt ein Parteiausschussverfahren. Sogar in den Parteien, die sonst immer für jede Scheiße zu haben ist, wenn es dort Zweifler gibt, fliegen die raus und ich möchte an dieser Stelle Joschka Fischer zitieren, der hat ja jetzt in der Presse geäußert, die Deutschen müssten sich von ihrem instinktiven Pazifismus trennen. Sie müssten ihren instinktiven Pazifismus hinterfragen. Man muss sich das mal vorstellen. Da werden wir in Deutschland 70 Jahre dahingehend erzogen, nie wieder Krieg. Wir sollen aufstehen, wenn es totalitär wird. Und dann sind es ausgerechnet die Grünen, die sagen, wir müssen unseren Pazifismus hinterfragen. Wir mögen ihn bitte aufgeben. Und das haben ja viele Deutsche schon getan. Vor lauter Angst tragen sie eben die Maske vor und denunzieren sich gegenseitig. Und ich möchte eine kurze Anekdote erzählen. Mir ist das ja heute passiert. Ich war heute in der Tankstelle, ja. Und normalerweise, wenn ich in eine Tankstelle gehe, setze ich den Helm ab und auch den Gesichtsschutz setze ich ab, den man trägt als Motorradfahrer, damit man nicht voller Insekten ist. Weil sonst rufen die Polizei und denken, das ist ein Überfall. Und heute wurde ich blöd angemacht, weil ich den Gesichtsschutz runtergenommen habe und einfach so mit den Menschen gesprochen habe. Ja, das müsste jetzt so sein. Das wäre jetzt so gesetzt. Und ich habe der Frau gesagt, ob sie, das wäre doch das Gelände der ehemaligen DDR. Das hat sie bejaht. Und ob sie denn, wenn übermorgen gesetzt wäre, man möge auf Leute, die nicht geimpft sind, schießen, ob sie das auch bejahen würde. Da hat sie sich dann darüber aufgeregt und ich habe mich auch darüber aufgeregt. Warum? Wir haben in Deutschland dieses große Problem, dass wenn etwas Gesetz ist, wir das schon zweimal durchgezogen haben. Es gab für all diese, es gab für Auschwitz gab es Gesetze und es gab für die Schießbefehle und das, was wir uns in der DDR gegenseitig angetan haben, gab es immer auch Gesetzesvorlagen. Und wir sind dem immer mitgegangen. Und wir sollten jetzt beim dritten Mal dem nicht mitgehen. Denn das führt uns total in die Versklavung und wir sollten die Leute benennen, die das tun. Das sind keine Regierungsvertreter, die uns vertreten. Das sind Menschen, die die amerikanische Elite oder die Pharmaindustrie oder wen auch immer vertreten. Und diesen Leuten sollten wir in den Arm fallen. Deswegen, wenn diese Regierung, die meiner Meinung nach nicht mehr legal ist, die einfach tut, was sie will, im Hinterzimmer und über unser aller Körper bestimmt, in diesem Gesetz steht übrigens auch drin, dass die Unversehrtheit der Wohnung nicht mehr garantiert ist. Und auch die Unversehrtheit ihres Körpers ist nicht mehr garantiert. Sondern man kann sie dann einfach impfen, ob sie wollen oder nicht. Man kann sie also mit Gift vollpumpen, ob sie wollen oder nicht. Eine solche Regierung, die das fordert, die gehört in der Gitter. Die hat in einer demokratischen Gesellschaft überhaupt nichts verloren. Und diejenigen, die das finanzieren mit ihren Hinterzimmerlobbyisten, die gehören mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Und wenn ich mal ein politisches Amt anstreben sollte, zum Beispiel in einer Partei Widerstand 2020 von Bodo Schiffmann, wo ich nur sagen kann, trete da mal ein, nur um Präsenz zu zeigen. Ich kenne da noch kein Parteiprogramm, aber nur um Präsenz zu zeigen, dann würde ich mich ja als Kulturminister, würde ich mich ja da bewerben, aber nur auf Zeit, nur ganz kurz. Und was würde ich denn machen? Ich würde dafür sorgen, dass erstens ein gigantisches Austauschprogramm stattfindet, und zwar ein Schüleraustauschprogramm, deutsche Schüler in alle Staaten der Welt, auch in Länder Achse des Bösen, um kennenzulernen, dass die anderen, die bei uns immer als böse verkauft werden, gar nicht so böse sind, sondern andere. Das heißt, wir schicken unsere Schüler ja immer nur nach Amerika, wir schicken sie nach Frankreich, aber wir sollten sie genauso nach China schicken, wir sollten sie nach Russland schicken, wir sollten sie auch in den Iran schicken, wir sollten sie überall hinschicken, damit sie sich selbst ein Bild dort machen. Und dann noch was ich auch noch machen würde.
Ich würde die Presse durchleuchten, wenn die GZ-Medien das tun, was sie eben tun, dass sie uns die Gebühren abziehen und eine einseitige Berichterstattung machen, indem sie immer nur die Meinung derer präsentieren, die von Gates finanziert werden, dann machen sie ihren Job nicht, den müssen sie aber machen, weil sie werden dafür bezahlt, das ist ihr Job. Und dann müssen sie nachweisen, dass sie das gemacht haben. Und wenn sie das nicht gemacht haben, so wie der Spiegel und die Welt und die Taz und so, dann würde ich die Chefredakteure einfach sagen, hey, ihr könnt mit der Verantwortung Presseausweis auch nicht umgehen, auch ihr macht es nicht, macht was anderes, werdet Gabelstaplerfahrer oder geht in einem Krankenhaus wischen, das ist mir egal. Aber an einer solchen Position habt ihr nichts mehr zu suchen. Das ist das, was ich machen würde. Und ich bestehe darauf. Ich werde mit dem Ärger, den ich mache, und ich werde dabei bleiben, okay? Ich mache diesen Ärger für meine Kinder und für alle, die Kinder haben, muss ich nicht trauen. Ich werde mit diesem Ärger erst aufhören, wenn diese Regierung mit diesen Politikern, wenn die in einem Corona-Ausschuss sitzen und sich verantworten müssen, weil sie ruinieren unser Land. Und wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen und dagegen aufstehen, sondern einfach wie Lemminge dem zusehen, dann wachen wir in einer Gesundheitsdiktatur auf mit einer digitalen Identität, wo die Daten bei einer Cloud laufen und man uns vermarktet. Wir sind dann nur noch ein Datensatz. Ist es das, wofür unsere Großeltern sich den Arsch aufgerissen haben? Ist es das, was wir aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gelernt haben, dass wir uns das alles gefallen lassen? Ich glaube nicht. Und aus diesem Grund möchte ich es nochmal betonen. Stuttgart, ihr macht einen wirklich guten Job, indem ihr auf die Straße geht, weil ihr wisst ganz genau, wie weit die Regierung geht. Ihr erinnert ihr euch noch an die Bilder, wo ein älterer Herr auf die Straße gegangen ist gegen Stuttgart 21 und auch die Ordnungshüter haben diesen Mann mit einem Wasserwerfer dermaßen in die Fresse geschossen, dass er sein Augenlicht verloren hat. Da gab es auch eine Vorschrift dafür. Und deswegen ist das gut, was ihr macht, dass ihr euch das nicht gefallen lasst. Und ich möchte euch eins sagen, wenn ihr so weitermacht, und ich kenne euch, ja, ich kenne euch Schwaben, ich bin in Schwaben groß geworden, ihr habt jetzt nicht unbedingt die Neigung zur Rebellion, aber wenn ihr mal wütend seid, da gibt es einen Grund dafür, dann komme ich nach Stuttgart. Ich komme nach Stuttgart und ich möchte euch da unterstützen und ich möchte nochmal sagen, lasst euch auf gar keinen Fall spalten da draußen, in links und rechts. Wir sehen jetzt, es gibt keine Opposition. Es gibt keine Opposition, es gibt keine Linken, es gibt keine, alles sind einer Meinung, es gibt auch keine oppositionelle GEZ oder Konzernpresse, sie sind alle dieser Meinung und deswegen können wir sehen, wenn wir die Demokratie retten wollen, können wir uns nicht auf Politiker verlassen, die sind gekauft, wir können uns nicht auf Konzernmedien verlassen, die sind gekauft, wir können uns nicht auf private Medien verlassen, die sind gekauft, wir können uns nur auf Bürgermedien verlassen. Und dieses Medium, KenFM, ist ja ein Bürgermedium, weil es ist ja crowdfinanziert durch Mikrospenden, ihr macht das, vielen Dank dafür. Geht auf die Straße, Samstag, wo immer ihr das macht, teilt uns das mit, ob ihr das, ich habe es in München beobachtet, in München, in Heidenheim, in Leipzig, da habt ihr Tradition, in Stuttgart, in Berlin, wir in Potsdam, mir ist das egal, zeigt dieser Regierung, zeigt, dass wir ganz, ganz viele sind und dass wir, die 83 Millionen Bürger, dass wir es satt haben. Schmeißt eure Fernseher weg, guckt diese Scheiße von Tagesschau nicht mehr, sondern macht euch schlau darüber, wie man euch einseifen will, wie man über Angst und Corona ganz, ganz, ganz schlimm euch eure Identität klauen will und euch in ein Gesundheitsgefängnis sperren will. Und das alles ist finanziert durch ein Ehepaar, Bill und Melinda Gates, die mit Geld nicht umgehen können. Wir müssen über dieses Wirtschaftssystem nachdenken. Und ich möchte nach dem Lockdown gar nicht mehr zurück in diese Welt. Das möchte ich gar nicht mehr. Wir müssen sehen, wie gefährlich das ist, dass einige Menschen so reich werden und alles an sich greifen können und die Welt umgestalten, wie sie sie möchten. Denn wenn übermorgen befohlen wird, dass nur noch jemand, der ihrer Meinung ist, überhaupt schwanger werden darf oder zwangssterilisiert werden würde, dann wird man dafür auch ein Gesetz ausheben und das würden dann auch Leute machen. Lasst es nicht so weit kommen. Ich war ja neulich im Supermarkt mit einem Kampfhelm, um zu sehen, ob man damit auffällt. Das tut man eben nicht. Die meisten von uns haben inzwischen so Angst, dumm aufzufallen, dass sie lieber falsch mitgehen an die richtige Front. Und das ist genau der Punkt, ich habe das schon mal gesagt, auf dem Weg an die Front, und wir sind auf dem Weg an die Front, spielt es keine Rolle, ob du auf der rechten oder linken Seite marschierst. Und wir sollten aufhören, diesen Leuten zu folgen, wir brauchen eine vollkommen andere Art von Regierung, wir brauchen eine transparente Demokratie. Es gibt ja auch die Democracy-App, da könnte man auch direkt einfügen, dass man mit einer direkten Demokratie mal abstimmen, wer ist denn eigentlich für die Maßnahmen oder welche Alternativen gäbe es denn eigentlich zurück in eine wirkliche Normalität. Aber daran hat ja die Regierung überhaupt kein Interesse und deswegen müssen wir es machen. Und wenn du in diesem Land oder auch in anderen Ländern irgendetwas verändern willst, wenn du dieses Grundgesetz für deine Kinder retten willst, dann bleibt dir nur eins. Du musst deinen Arsch auf die Straße bringen. Okay? Und wenn die Polizei sagt, das ist verboten, dann musst du einfach sagen, das interessiert mich einen Dreck. Weil das Gesetz, was die Polizei im Moment durchzusetzen versucht, widerspricht diesem Gesetz. Es ist illegal. Es ist nicht legal. Und eine solche Regierung kann abdanken. Das ist genau wie damals 89, als Mielke, Egon Krenz und Erich Honecker gesagt haben, es muss immer so weitergehen. Und die Bürger haben sich darüber hinweggesetzt und sind
haben die Mauer niedergerissen. Das war auch illegal, dafür gab es kein Gesetz, aber das ist der einzige Weg in die Freiheit. Du musst dich über eine illegale Regierung, eine Regierung, die vollkommen den Kontakt zur Straße verloren hat, die an ihrer Elite klebt, über die musst du dich hinwegsetzen. Das ist nicht nur dein Recht, das ist auch deine Pflicht, denn du hast Kinder. Und du solltest, das ist dein einziger Auftrag, du solltest dafür sorgen, dass deine Kinder nicht in einer weniger freien Gesellschaft aufwachen als du. Das ist deine Verpflichtung. Kämpfe für die Freiheit, die deine Großeltern eingerichtet haben, und sorge dafür, dass auch deine Kinder eine freie Meinung haben, endlich eine freie Presse haben, endlich eine direkte Demokratie haben, keine Hinterzimmerdemokratie, und wo man nicht 4 Jahre warten muss, wo irgendwelche Dinge entschieden wurden, um dann einen Einspruch zu erheben oder Streaming statt Straße, sondern wenn man bei wesentlichen Entscheidungen, dazu gehört, ob man in deine Wohnung eindringen kann oder irgendeine Scheiße in die Venen pumpen, dass man dich vorher fragen muss. Und in einem System, wo das nicht möglich ist, und das ist im Moment in Deutschland, wo das beschlossen wird. In einem solchen System verbietet es sich, von Demokratie zu sprechen. Das ist eine Gesundheitsdiktatur. Und es wird nur dann besser, wenn du dich im Gegenstellst und wenn du diese Leute auf die Anklageplank bringst. Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Und diese Typen, die das alles eingetütet haben, und jede Partei und jeder Politiker, der das mit unterschrieben hat, ist unfähig und nicht geeignet für eine Demokratie. Das sage ich euch. Ich erwarte euch auf der Straße. Okay? Ich erwarte euch. Und ich lasse mich für diesen Scheiß auch verhaften. Okay? Also, denkt darüber nach. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Zieht dieses Video runter, verteilt es, seid sauer, denn was hier sich abspielt, das drückt uns allen die Gurgel ab. Und wenn wir nicht dagegen aufstehen, haben wir es nicht verdient, in der Freiheit zu leben, dann landen wir im Gesundheitsknast. Gesteuert durch Bill, Melinda Gates und die Pharmaindustrie. Ein Albtraum.